Aber wir werden gehört. Wir haben vorhin Bilder von hier, von München, vom Königsplatz nach Kiew geschickt. Und mir hat Sergei Tomilenko von der ukrainischen Journalistenorganisation NSJU geantwortet. Ich habe gerade die Nachricht bekommen. Ich muss das aus dem Englischen übersetzen. An die Menschen in München. Überall im Land fallen ständig die Bomben, auch in Kiew. Und es droht der gesamten Ukraine eine offene, feindliche Besetzung durch Russland. Wir Journalistinnen sind die ersten Opfer des Krieges und trotzdem beschimpft man uns in Russland als Kriegstreiber. Schuld daran ist die neue Zensur in Russland, die den Krieg und die Kriegsgründe in der Ukraine genauso vertuschen will wie die große Zahl an Opfern, an russischen Opfern, junge russische Soldaten. Trotz der Gefahr verteidigen tapfere Menschen die Ukraine. Das ukrainische Volk weiß ihre Unterstützung und Solidarität sehr zu schätzen. Gemeinsam bringen wir den Sieg und den Frieden näher. Und jetzt schreibt er am Schluss: Die Stimme der Freiheit darf niemals versiegen.